Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Special. Wir hatten es ja schon mal gemacht und ja, machen es jetzt nochmal. Ich glaube, das ist beim letzten Mal echt gut angekommen, als ich auf meine allerersten Videos reacted habe, was oh, ein absolutes Cringe-Fest war. Es war schrecklich und ihr habt es anscheinend genossen, mich sehr leiden zu sehen. Von daher machen wir das heute nochmal. Das Ganze machen wir so ein bisschen als Weihnachtsspecial, deswegen ist auch der Kollege hier da und. Und ich habe keine Ahnung, auf was wir so großartig gucken werden. Beim letzten Mal haben wir auf die ersten Videos reacted. Das war relativ einfach. Ich glaube, heute wollte ich mal so ein bisschen auf die beliebtesten Videos schauen. Vielleicht mal auch auf die Videos, die auch so um die Weihnachtszeit rumkamen. Ob da was kommt. Ich würde sagen, wir legen einfach los, gucken, was so kommt. Ich schaue mir hier ein bisschen die Videos durch, die ich auf meinem FIFA-Base Community-Kanal habe. Und schauen wir mal. So, ich habe mir vorher aber noch eine Weihnachtsmütze geholt. Nur. Passt. So, was haben wir denn so? Die Folge 7 haben wir uns angeschaut. Ich würde gerne verstehen, warum die so viele Aufrufe hat, aber ich nehm's. Ich nehm's. Schauen wir uns mal die erste Folge von FIFA 13 Ultimate Team an. Ich bin gespannt. Alles erstmal schön gemutet, damit es hier nicht zu laut wird. Hallo Leute und willkommen zur ersten Folge des Let's Play FIFA 13 Ich Ultimate glaube, da war Team. ich krank zu dem Zeitpunkt. Kam die Folge raus. 19.09.2012. Team. Yo, Web-App ist endlich online und wir wollen starten. Ich bin leider immer noch nicht so gesund, aber muss halten jetzt. Wir wollen endlich mal starten. Was halt jetzt? So klingt das halt, ne? So, mal schauen, was man Und gleich am starten jetzt auch Anfang mit hat. unserem Willkommen zurück, Pack mit Makoto Hasebe drauf anscheinend. Gut, Was ich glaube, haben das kann man skippen. wir denn? Das war halt damals, ne? Ich hatte jetzt halt die Erfahrung durch FIFA 12, was man so machen sollte, was nicht. Ich glaube, FIFA 12 war das, als ich so um den Dezember rum auf die PC-Version gewechselt bin, als quasi zweite Season. Das dachte ich, um ein bisschen mehr Schwung reinzubringen. War das echt FIFA 13? Boah, ich weiß es nicht. War ich mein, FIFA 12, ich meine aber, dass es das war. Hat überhaupt nicht funktioniert. Da habe ich komplett die falsche Entscheidung getroffen und wir sind ja dann nach ein paar Wochen wieder zurückgegangen auf die Konsolenversion. Wir haben nein. Nein. Also das ist irgendwie typisch. War irgendwie, wir kriegen Tingeltangel, Louis. Das ist ja unglaublich. Das ist unglaublich. Ja, warum ist das unglaublich? Weil er bei FIFA 12 einfach super überpowered war und mir so auf den Sack gegangen ist. Und jetzt ziehen wir den natürlich gleich im ersten Pack. Goals Skulls. haben wir. Dann haben wir noch Kringe von St. Pauli. 59 Pace, halt, eine absolute Maschine. Bockhorny ganz rechts ist auch ein sehr, sehr interessanter Name. Ach, hier waren die Player, die konnten. Ja, doch, Staffel 2, Tatsache. Das war wirklich FUT 12. Ja, das war eine scheiß Idee. Das war eine richtig Hallo Leute beschissene und Idee. willkommen zu einer 12 Ultimate Team. Ja, und vielleicht habt ihr es gemerkt, es sieht hier ein wenig anders aus und ich höre mich auch ein bisschen. Echt? Ich habe doch erst ab Folge 200? Ich dachte, das hätte ich im Dezember oder so gemacht. Anders an. Das hat alles seinen Grund und zwar. Ja, Tatsache, wir sind im Mai neu. Warum ist. Ja, was ist das denn für eine bescheuerte Idee von mir gewesen? Im Mai, kurz vor dem Team of the Season, einfach neu starten. What the fuck? LIG. Das war wo. Was heißt denn bitte LEG? Muss keiner verstehen. Alle auf Deutsch, aber was soll denn bitte LIG heißen? Das müsste doch Hechten sein, oder? Tatsache. Warum ist Hechten LIG? Warum ist Hechten Muss keiner LEG? verstehen. So, bevor wir jetzt hier irgendwie alle durchgehen, ich würde mal sagen, wir machen auch gleich ein neues Team. Ich habe hier echt Wir jetzt neu ein begonnen. Info Im später Mai? Was ist bekommen, denn das damit für ein er Unsinn? uns Mehr hat das Sack, endlich egal. draus herpacken. Also. Es war ja eine selten dämliche Idee, also mal ganz ehrlich, ne? Kombination vergessen. Primäre Oh, Division. 32 Dislikes. Zu Recht, ehrlich gesagt, zu Recht. Was für eine Auflösung. bescheuerte Idee, ey. Ich bin mir durchaus bewusst, dass dieser Schritt nicht jedem gefallen wird, allerdings finde ich es, vor allem für das Let's Play, interessanter, mal frisch zu starten. Ob das nun auf dem PC, PS3 oder 360 ist, ist eigentlich zweitrangig, weil sich bis auf die Preise nicht großartig was verändert. Das ist absoluter Unsinn. Das ist absoluter Unsinn. Doch, 311 Folgen? Und ich dachte gerade 275 ist die letzte, ne? Hallo Leute. Aber, ja, Leute, warum ist denn dann halt 275 so? Ja, 245 sogar. Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge des Let's Play vs. FIFA 12 Ultimate Team.
Ja, angekündigt habe ich es ja. Neues Team wird gemacht. Und ja, das habe ich schon vorbereitet, aber Warum das. heißt dein Team Rotes Garados? Brudi, du bist halt 19. Du bist halt 19 und du hast dieses rote Garados natürlich, ne, damals aus Pokémon Silber, ne? Und ich hab dieses Garados natürlich immer noch, ne, weil ich bin halt 29, aber ich bin halt mit Pokémon aufgewachsen. Aber Leute, nenne ich dieses Team so? Ich meine, ich möchte euch das mal kurz zeigen, weshalb ich hier gerade hier nach unten gucke. Aber es ist halt, es ist natürlich ein bisschen OG, ne? Aber es passt halt auch überhaupt nicht. Warum verbinde ich Pokémon mit dem halt, ne? So, warte mal, wo haben wir denn das? So, da ist es. Schauen, ob man das überhaupt sieht. Das ist das OG Gyarados. Von, oh Gott, sieht man das überhaupt? Ah ja, man sieht's. Es ist nicht, ich glaube, es ist nicht das OG, OG. Kann man das überhaupt sehen, wenn es gespiegelt ist? Ich glaube nicht, ne? Muss ich dann mal entspiegeln. Aber es ist, oh Gott, kann man das sehen? 24.04., glaube ich, 2001. Ich weiß nicht, ob ich das. Doch, doch, das müsste das OG, OG sein. Natürlich ein bisschen gefaked, ne? Weil von Generation 2 bis hin jetzt Generation 9 zu trainen, ist ein bisschen. Aber gut, Zeige ich strange. euch zwar nicht, weil Und dann aber halt das erste Team, was man erstellt, AAAAAA nennen, klar. Also das ist Teambuilding jetzt ja, einfach, ja? 4-3-2-1 spielen Warum wir. ist das Teambuilding jetzt so krass bewertet und warum hast du Ghosting nicht ausgeschaltet bei den Rändern? Gerade echt, ich weiß, ob ich die letzte Folge echt bringe, weil ich entscheide diese Folgen, wo ich rage, eigentlich immer erst so nach der aktuellen Stimmung, weil Ja, ich meine, ich bin impulsiv, ne, schon immer. Damals wie heute, ne, wenn es im FM nicht läuft, dann genauso. Moment. Ja, und auf jeden Fall, es ist halt nicht schön, vielleicht, aber es gehört dazu, finde ich. Gerade beim Fußball gehört es dazu, dass du halt Emotionen zeigst und ich möchte auch nicht langweilig einfach alles kommentieren, so, ja, läuft jetzt halt nicht so, ne. Es ist halt Gefühle dabei und ich will ja auch echt wirken und das ist halt meine echten Gefühle und es fuckt mich natürlich ab, auch wenn es ein Videospiel ist, dass ich verliere, weil. Muss halt nicht sein. Ich hätte eigentlich gerne ein Spiel jetzt mal gesehen. Die Herzlich letzte willkommen zu Folge. einer Zwei neuen. Stunden, 10 Minuten! Was machst du da so? Du spielst. Oh, Gönnung. Komm, auf geht's. Ah nee, wir gucken die anderen Teams an. Alter. Yo, what the f. Ah, da spielen wir. Nee, immer noch nicht. Habe ich 2 Stunden? 10 Minuten einfach andere Teams angeguckt? Ich habe echt die ganze Man Zeit sucht andere Teams einfach als letzte Folge? im Team Ich bin. Ich bin absolut schockiert. von seiner Challenge da. Ich bin absolut schockiert. Mein Gott, wie viele Team. Wer zum Fick schaut sich das an? Ihr wollt Spiele sehen! Okay, 309 ist auf jeden Fall ein Spiel. Ist Hallo bei Leute und 310 auch ein Spiel? Ach, das ist Legenden-Teambuilding, ne? Au ja. Spielen wir damit bitte ein Spiel? Willst du mich verarschen? Ach, warte warum mal, redet er okay. nochmal? Also, das war jetzt hier Alter, das wir haben ein Legenden-Team. kleines für die Kommentare zu diesem Es fehlt etwa ein linker Innenverteidiger? Let's Play in Ja, BitTorrent. laber nicht so lange rum. Oh ja, wir haben ein kleines Problem, sagen wir es mal so. Ihr hört es wahrscheinlich schon an meiner Stimme, ich bin ein wenig sehr erkältet und zudem Dann keine Spiele mehr gemacht, auch ein ne? bisschen sehr im Arsch. Also kann ich leider keine Spiele mehr aufnehmen, das geht jetzt schon seit 3 Tagen so. Ja, RIP, ne? Ich möchte dieses Silberteam nochmal sehen, ne? Wo war dieses Silberteam? War das in Staffel 2? War das in Staffel 1? Wo ist dieses Silberteam? Ich vermisse es. Aber so früh, ne, innerhalb der ersten 30 Folgen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ich das gemacht habe. Oh, guck mal, hier ist ein Silber. Hier vielleicht. Das habe ich mir schon mal angeschaut. Vielleicht ist es das. Neto? YouTube, komm.
Nein. Doch. Ich glaube, das ist es, ne? Alter, YouTube, ne? Bei der geilsten Den Folge jetzt, oder Kanu was? hier. Kanu von Standard Lü so, boah. Oh, Gerade. Bermudes. So viele Pace. Dinger Das ist geschossen. es. Komm, hau mir noch einen Danilinho oben rechts rein, weil ich nie Geld hatte für den Meisten Maikon-Ledge. haben sonst hier vier. Ey, das ist es. Wie heißen sie nochmal alle? Das ist Neto. Das ist, glaube ich, Cicinho. Manuel, Kanu, Azevedo. Rodney? Ich glaube, es ist Rodney. Oder bist du Rodney? Das ist Bermudes, das ist Danilinho. Das ist der Marcus Beasley. Du bist Claudio Bravo? War einer von euch Rodney? Wie Cicinho, Bermudez, Rodney, glaube ich auch. Oh, Und nice haben sonst Voice-Crack. hier vier. Wie Cicinho, Bermudez, Rodney, glaube ich auch. Und Rosine! Bravo. Und Wer von den beiden ist ja, Rosine? der Typ ist auch nicht hier. Kleiner Asier, Spielst du dann damit, please? Was haben wir auf der Bank? Aurau, diesen Team, Araujo, Iovi, Luke. Ihr werdet Ach, guck mal, jetzt jetzt hat in die das andere Team auch Akku, den wenn ihr richtigen noch Namen mit Zeit habt. Batman. Wir spielen anscheinend gegen Dann, nix als Skills am wir gestern Anfang. schon gespielt haben, weil Rank Ey, jetzt bin ich gespannt. Das Team habe ich in so krass guter das zu machen, Erinnerung. damit da jeder von FIFA Base spielen kann. Kleberson was? Kleberson und Rosinei. Vielleicht mal Schaltzentrale gegen Goldteam. gerade Ui. in einem Oh, 4-4-1-1. Trotsche. Bin gespannt. Und jetzt können wir auch eigentlich mal mit den ganzen Pace-Teams mithalten, hoffe ich zumindestens. Oh, Beasley, jetzt ist er Jetzt aber, vorbei, guck mal, Pace, aber da steht noch 92 Pace. Lewis. Und jetzt Ja, Bermudez. Bermudes? Bermudez. Oh. Bermudez. Oh, schade, Schön. schade, schade. Ja, Ja, der meine Wolfsohn ist Worte. halt wirklich irgendwie ein ganz, Damals ganz wie heute. seltsamer Schuss. Manchmal geht der echt. Oh, Aber die Rückennummern fucken mich so ab. Na gut, Benito ist jetzt realistisch mit der 89. Aber ich glaube, das der hinging Stürmer hatte gerade. schon, Nee, aber Danilinho hatte, das glaube ich, gerade klären 4 wir oder auch. so. Rosinei hat Rodinei, oh. ZMHT7. Ei. Kediva, Kediva. Der hat nicht so einen Antritt und das macht ihm dann zu schaffen. Oh, jetzt Oh, Bravo. jetzt aber. Bravo. Bravo als Stürmer, die Aber er hat 5. auch keinen guten Fernschuss, aber wir probieren es einfach mal. Schieß. Reiner und. Oh! Walli. Oh! Na, schade. Ja, der hat's klasse. Also, es ist wirklich eine Wundertüte, der Typ. Schöne Ballrolle. Keine Ahnung, wie der ist. Oh, Ich glaube, es war ein Bermudez. Elastico, ne? Bin mir gerade nicht mehr so sicher. Bermudez. Und jetzt Und ist Bravo abseits. durch. Nein! Ah, habe ich nicht gesehen. Und Der Reiner hat Keeper den auch noch direkt schön gegen die Hand gehalten. angeschossen. Ah, leider ein bisschen sehr verkauft. Aber ja. damit wir uns. Oh, Das hier konzentrieren konnten, ist kein Schiri! Elfmeter. Also den mal reinpöllen oben rechts. Und der ist auch voll. Easy. Eigentlich ist der in der Stärke dann wirklich so eine Wundertüte. Oh, Neto, genau das meinte ich. Unsere andere Wundertüte. Leider, leider. Keeper! Also das Ei! könnte da schon recht gefährlich werden online. Ich muss nur Ah, aufpassen. 45. Oh, Foul. Natürlich. Natürlich. Kriegt gar nicht. Rosine. Ach, ja, kommt auch noch durch. Rosine von Amerika, aus der mexikanischen Liga. Ja, danke. Bravo, schade. Oh Gott, ich konnte mir das halt nicht anschauen, ne? Rodney! Von Amerika! Na, jetzt Ah, die aufpassen. Oben mexikanische steht Liga! Jorginho, den haben wir jetzt. Alter. Ah, Azevedo. Wunderbar. Beasley. Ey, lass dem Gegner halt auch einfach keine Zeit, ne? Mit dem Pressing, was ich Bermudez. betreibe. Also jetzt Bermudez. nicht nur von FIFA Bermudez. selbst, sondern ich Bermudez. gehe da. Oh. Oh, Bermudez. Oh. Eieiei. Ja, ne, also So, in und jetzt ist es Freundschaftsspielen legst du soweit, halt einfach oder? nicht quer. Oh. Danilinho! Nein! Das ist nicht wahr. Schade, ey, Nein. boah. Nein. Da ist schon jetzt Nein. jemand, früh. Halli. Oh nein. Oh, wäre das ein. Oh, Scheiße. Oh, schade, Oh ey. mein Gott. Ob ich das mal hinbekommen habe? Nee. Nee. Das war wahrscheinlich gerade die Boah, Antwort. nee. Oh, schön. Oh, und Danilo. Ich meine, du willst halt natürlich auch schöne Tore machen. Klar, rennst du Eieiei. normalerweise jetzt einfach weiter und Jetzt machst aber, dann das Ding oder? halt unten links rein, ne? Sanchez. Oh.
Also du willst halt auch, ne? Ein bisschen hier für die Galerie. Aber kein schneller, weil wir den Ball weggespielt haben. Ist ja mal recht wichtig, den Ball dann wegzuspielen am besten. No! Jo. Na. Oh. Und Neto ist auf seinem Platz. Kuchowski, ne? Gott sei Dank. Trotzdem. Sich durchzusetzen. Oh, letzte Chance, auf geht's. Rosine. Nee, der hätte es runterspielen müssen, oder? Auf wen willst du halt flanken? Und jetzt habe ich mich ein bisschen festgelaufen, aber es ist die Ecke. Auf wen willst du halt flanken? Dein Stürmer ist halt 1,20 an guten Tagen. Der macht's. Ja, ich frage mich die ganze Zeit, warum ich dieses Team Batman-Team genannt hatte. Ich hatte nie ein großartiges. Rosine! Ich hatte nie eine großartige Verbindung mit dem Batman-Franchise oder so, ne? Also, wirklich nicht. Deswegen verstehe ich es überhaupt nicht. Wegen Bermudes? Aber kann er auch nicht sein. Oh Gott, Rossi, stimmt. Der Typ war auch mal so krass in. Arnautovic. In FIFA. Nie wieder was von ihm gehört. Ich glaube, der hatte auch 50 Millionen Kreuzbandrisse. Oh! Alter, was sind denn das für Torhüter? Was ist hier los? Gut. Arnautovic, der frische Mann. Unten ist alles frei, manuell verpasst. Oh, ja, das ist es. Durch und macht das Tor. Scheiße! Ja, Brudi, weil du halt auch einfach das Tor nicht machst. Das pfeift er schon ab. Das erste Spiel mit dem Team echt verloren. Ja, gut. Was halt, ja, man war halt stark am Spielen, aber man hat halt nur Bullshit gemacht. Was war noch so? Haben wir hier danach auch nochmal mit dem Team gespielt? Also man hat, glaube ich, schon gemerkt, dass ich in dem ersten Spiel, schon echt Bock auf die hatte. Aber hier geht's weiter. Moreno! Sanchez ist noch dabei. Aber noch kein Saguani. Ja, und Beasley wieder. Der sich ziemlich, fallen lässt gerade. Danilinho. Ja, komm, Danilinho und er zieht schon wieder ab. So viel zu dem Thema, dass ich wohl anders spiele, ne? In einem Pflichtspiel, also halt in einem wichtigen Spiel im Gegensatz zum Freundschaftsspiel. Wehe, du ziehst jetzt ab. Mach jetzt das Tor, Alter. Bravo, mach das Tor. Jetzt spielen wir erstmal ein paar Partien mit unserem Silberteam hier. Wo Danilinho jetzt? Nein, fast das 3-0 macht. Jetzt aber. Oh mein Gott. Ich hab den drin gesehen. Ja. Oh, da dreht er sich weg. Schade. Azevedo. War jetzt ein bisschen unnötig, aber egal. Oh. Wow, scheiße. Ach, Mann. Ach, kacke. Ja, ich glaube, deswegen mochte ich das Team so sehr, ne? Man konnte sich einfach ein bisschen ausnehmen damit, auch wenn natürlich vieles ganz schön scheiße aussah. Ach, du Scheiße, bra. Dann wäre er wahrscheinlich auch schon wieder 5000 Mal. Ja, ich glaube, der hatte auch nur einen guten linken Fuß, ne? Ich glaube, wir haben es auch gerade schon gesagt. Das geht ja. Aber von dem, was ich auch mal so gelesen habe von anderen Leuten, gerade so auf Twitter und so, die haben auch noch relativ gute Erinnerungen immer an dieses Team hier. So, Neto auch mal am Ball und lassen. Ich glaube, das ist ein erster Ball. Ich muss auch sagen, irgendwie macht es Spaß, das gerade zu sehen. Man merkt, dass ich Spaß in dem Team habe und ich glaube, deswegen macht es auch Spaß zuzuschauen. Und ich finde es natürlich echt geil, wenn dann Leute noch meinen, dass sie sich dann noch jahrelang daran erinnern können an dieses Team, gerade mit Bermudes und so weiter, der einfach 21 groß ist. Und Halbzeit. Weil wir einfach ein paar Spiele damit gemacht haben. Also gut, das war jetzt hier halt 103, haben wir das Team gemacht und gleich gespielt. Jetzt haben wir Folge 104. Schon ein paar Chancen. Vor allem durch so eine. Sprich, man ist noch nicht mal eingespielt mit dem Team. Da sind noch keine Saguani dabei, aber es. Was war das denn? Macht schon Spaß. Das war ansatzweise ein Ball hier. DeMarcus Beasley. Ich finde es echt extrem schade, dass dieses Ding gerade im ersten Spiel nicht reingegangen ist, ne? Na, Bermudes? Ja, Bermudes. Und jetzt Bermudes! Oh. Ich meine, die sind ein bisschen OP, aber Alter! Wo man ihn einfach erquittet. Wo man ihn einfach nicht vom Ball trennen konnte. Alter. So. Das Roulette war ein bisschen unnötig. Der auch. Jetzt, das Roulette war gut. So. Das war ein bisschen glücklich. Das war nur Glück. Oh, Bermudes. Und der Schuss sieht super komisch aus, aber geht halt rein, weil die Nährschüsse OP sind. Wow. Bei dem Noel. Wunderbar. Danilinho. Beasley läuft sich frei, aber auch nicht gerade frei. Müssen wir oben? Bravo, ja. Beasley. Boah, der ist drin. Wie schlecht. Keeper sieht absolut trash aus, aber nicht schlecht. La la la. La 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 la.
bist so der cringe, da Markus, Alter. La la la. La 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 la. Der Typ ist der einfach Markus cringe. Alter. Wunderbar, aber da die, der hohe Lob passt und dann, boah. Naja, gut, da war es schon ein starker Schuss, ne, aber meine Güte, muss das beim Jubel sein? Longshot ansetzen. Ui. Oh. Oh. Danny Vigno, wow. Ah, das Spiel ist einfach goated. Danny Vigno. Oh, Tor. Danny Vigno, wow. Leverson, Bermudez. Und Danny Vigno zum 3-0. Die haben, was für starke Schüsse die haben, ne? Also Shot Power ist anscheinend bei jedem richtig gut. Der Mudes macht das wenigstens so. Ah, verletzt liegen bleibt. Ja, verletzt liegen bleibt. Er flankt schon wieder. Oh, bravo. Oh. Das tut weh. Er macht einen Finisher-Shot, oder? Nee. Ah, da ist der Bermudez, aber der kriegt den Ball leider nicht. Oh. Und der ist drinne. Martin, bravo. Komm her hier. La la la. Ja, mit seinem schwachen rechten Fuß mal abgeschlossen und dann gleich so ein dickes Ding. Bin ich immer noch so cringy? Bitte sag nein. Also in dem Ausmaß, ne? Bitte sag nein. Sehr, sehr schön. 5-1. Es war schon ein geiles Team. Ich hab da echt gute Erinnerungen dran, ne? Unten steht Bermudez. Der muss. Ah, jetzt wird's eng. Da wird's eng. Hab ich zu lang gezögert. Was der für ein geiles Dribbling hatte, Alter! Eine Chance erarbeitet, aber. Ja, schade. Übers Lattenkreuz und damit auch schon. Geiles Zeit, ne? Team. Geiles Team. Wie klein er ist! Ist das süß! Absolut geiles Team. Wirklich geiles Team, ey. Klasse gezeigt in den eigenen. Also, die drei Spiele, die wir jetzt gesehen haben, wusste ich sofort wieder, warum ich das Team so geil fand. Ich überlege mir gerade, nachdem ich gerade schon ein paar. 2 Minütchen hiervon geschaut habe, ob wir nicht vielleicht das dann doch erzielt, das hier, ne, das. Dass sie vielleicht doch ein bisschen öfter machen und dann schaue ich mir das halt beim nächsten Mal an, weil ich möchte jetzt auch nicht, dass wir halt ewig lang warten, weil gerade jetzt zu Weihnachten, ne, wollt ihr vielleicht nicht hier 50 Minuten lang schauen. Ich nehme schon wieder knapp eine Stunde auf, ne? Ob wir dann vielleicht, ich glaube, das mache ich beim nächsten Mal. Mir macht das echt viel Spaß mit euch, das so ein bisschen zu erleben und ich glaube, euch macht es Spaß, mich leiden zu sehen, gerade bei dem Violinending, gerade bei dem Jubel. Schrecklich. Aber ich glaube, wir lassen das jetzt erstmal. Wir haben ein paar sehr interessante Sachen gesehen. Ich möchte mir gefühlt noch ein bisschen mehr von dem Batman-Team in FIFA 12 anschauen. Das muss super, das hat super viel Bock gemacht einfach. Und das kam anscheinend auch die ganze Zeit so rüber, weshalb ihr das so mochtet. Meine Mütze ist mittlerweile auch schon komplett ab. Gott, ey. Jetzt sehe ich ja wild aus. Ich würde sagen, das lassen wir. Und machen das vielleicht beim nächsten Mal. Und okay, zum Affen machen muss ich mir jetzt auch nicht. Also nicht noch mehr. Ich würde sagen, chillen wir für heute. Ich glaube, ich mache das nochmal. Denn mir macht das eigentlich Spaß, hier nochmal die alten Sachen, die alten Schinken durchzugucken. Und wenn das Ding hier auch nochmal gut ankommt, ne? Dann machen wir das mit den Toren hier, mit diesem Special. Gucken wir uns das nochmal an. Das Weihnachtsspecial, so die nächsten paar Wochen irgendwann, wann ich Zeit finde. Und vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber wir haben jetzt heute wieder ein bisschen gesehen. Gerade dieses Batman-Team fand ich richtig nice. Und vielleicht kann ich ja nochmal Dave überreden, dass wir vielleicht gemeinsam Two Heads gucken. Das wäre richtig geil. Ich meine, wir müssen ja nicht nebeneinander sitzen, ne? Weil Berlin zu Nürnberg ist eine kleine Distanz. Ich glaube nicht, dass wir das da mal eben so machen und dann nur, um aufzunehmen. Das ist, glaube ich, ein bisschen Unsinn. Der Brody leuchtet übrigens hier mittlerweile nur rot, ne? Ich glaube, der hat am Anfang noch komplett bunt geleuchtet. Für euch möchte ich nur sagen, egal ob ihr jetzt so ein Weihnachten feiert oder nicht, ne? Ich hoffe, ihr habt wunderschöne Feiertage. Ich werde die Feiertage halt nutzen und so wie immer ein bisschen auftanken und quasi einfach nur chillen. Ich habe ja, wie ihr gerade gesehen habt, genug aufgenommen im Voraus, dass ich wirklich erstmal nichts machen kann. Und dann werden wir im neuen Jahr mit viel Elan wieder starten, bei FM natürlich. Und ich glaube, hier das Ganze werden wir nochmal machen mit dem, ja, React oder halt die guten alten Zeiten quasi aufleben lassen. Jetzt nicht nur die FIFA 12 Sachen, wo wir heute auch wieder fast alles so davon gesehen haben, sondern auch mal halt dieses FIFA 14 Special und so weiter. Vielleicht ein paar Tweets folgen. Gucken wir mal. Ansonsten, ich wünsche euch wirklich schöne Feiertage und danke, danke, dass auch das Jahr 2022 wieder so nice war und wir viel, viel machen konnten, viel erlebt haben, im FM natürlich vor allem. Und danke für euren Support, ganz einfach, ne? Auch an die Kanalmitglieder noch natürlich ein großes, großes Dankeschön. Da haben wir zum Beispiel den Nikos Katanek, Ringelrose, PVT Bottle Strike natürlich,
Atilaf, Jakob, Dustin, Timo, dann haben wir Lorenor, X und Apache natürlich, Chemical Flex, Cruiser TV, Trixa und Ben. Also wirklich vielen Dank, dass ihr auch den Kanal so unterstützt, mich so unterstützt. Rechne ich euch wirklich hoch an. Vielen, vielen Dank dafür und ja, beim nächsten Mal sehen wir uns in neuer Frische dann wieder. Nicht jetzt beim FM, ne, weil ihr habt ja gesehen, so viel auch lalala. Und ja, habt einfach eine schöne Zeit. Danke fürs Zuschauen und ja, macht's gut. Tschö.